meine Lieben. Nein, schon wieder guten Tag, meine Lieben. Ich habe gerade Post bekommen und das machen wir jetzt auf. Einmal die Folgen von Kim Kardashian bei Amazon bestellt und ist erst ab 18, weil die nicht überprüft sind über den Inhalt. Somit darf man sie nur mit 18 Jahren bestellen und ich musste sogar meinen Ausweis zeigen. Und dann habe ich, weg da, dann habe ich, das kann man hier aufmachen. Mama, Mama! Ein Kleid gesponsert bekommen. Ein Kleid. Das hast du auch. Eigentlich müsste da, ist da eine drin, auch schade. Muss jetzt noch eine zweite kommen. Ich bin gespannt, wie die Qualität ist. Ja, die ist doch so. Wow! Hä? Wow! Man wundert, dass die auf 18 sind, ne? Nein, ist auf Englisch und ist halt nicht geprüft ab wie vielen Jahren. Deshalb darf man es erst mit 18 bestellen. Wow, jetzt bräuchte ich nur noch eine Gelegenheit. Was ist das? Ein Kleid. Von wem? Von dieser Marke. Oh, ist echt gute Qualität. Ich wollte halt mal gucken, ob die gut sind oder nicht. Und dieses S-Klasse. Zieh mal an. Nee. Doch, sehe ich an, wenn du weg bist. Holst du einen Kuchsatz? Hallo. Ich weiß aber nicht, ob das nicht zu groß ist. Ich glaube, das ist zu groß. Warte. Oh oh. Ich glaube, ich bin zu schmal. Nein, es ist zu groß. Müsste ich noch kleiner bestellen? So klein bin ich doch gar nicht. Lass mal da, vielleicht muss ich es neu bestellen. Was? Aber sonst voll die gute Qualität. Du musst ihn sagen. Seht ihr, deshalb habe ich, früher hätte ich Nein gesagt, ich mag keine gesponserten Sachen, aber mittlerweile finde ich, dass die YouTuber halt dafür da sind und damit, wenn man dann bestellen möchte, weiß, wie es ist. Und ja, ich kann euch Zeit sagen, ihr müsst es klein bestellen. Welche Größe habe ich denn bestellt? Ich sehe nur das Test. Jetzt auch nur alles. Das findest du zu groß? Ja, hier dachte ich, aber so ist es doch. Das ist super. Passt super. Ich dachte mir so eine Jeansjacke dazu oder schwarze Jacke für. Super. Ja, wie man alles aussieht. Also ich habe jetzt noch alles an. Das hat Kim Kardashian. Wie anders du aussiehst. Dich hätte das Klamotten ausmachen. Alleine jetzt siehst du schon so aus. Schatz, willst du mich heiraten? Verschwinde, es ist Valentinstag und ich beschenke mich selbst. Siehst du? Mit meinem Geld. Komm, Mathilde. Was? Nein, das ist gesponsert. Was ist? Was? Ich hab schon Zeit. Mama! Sag mich! Nein. Ich will das hier haben. So, meine Lieben, ich bin mitten beim Schminken, deshalb sehe ich etwas komisch aus. Ich liebe dieses Kleid. Es ist so toll. Der Edi findet es auch ganz toll. Aber jetzt muss ich ihm hier ein bisschen helfen, weil er macht ja für uns alle Essen. Und damit, ja, sehr, sehr frisch. Salat. Letztens haben wir mit, was hast du genommen? Eisbergsalat, was du eigentlich nie wolltest und ich es geliebt habe. Und habe aber festgestellt, er hat vollkommen recht, es schmeckt nicht. Deshalb einmal Rucola-Salat und was noch? Was für ein ganz normaler? Das ist Kopfsalat. Kopfsalat, ne? Ja. Ich dann gibst du mir die Feigen. Ja, wir essen und dann fahren wir. Gibst du mir die Feigen? Feigen, ja. Nein. Nach Essen. Fahren wir und die Mama sieht so aus. Feigen, da sind die Feigen. Wohin mit euch?
hier gibt's nichts. Nein. Schwierig, ja? Ja. Hier riecht es unmöglich. Soll ich das im Ganzen eine Scheibe schneiden? Das gibt's mir, gib mir. Schneid so Avocado. Avocado? Ja. So ist das? Was soll das? Ah, ich hab die Liste vergessen. Fertig und jetzt wird gegessen und danach zu Ende fertig gemacht. Alles lalala. Schatzi, das ist für Mama und Baba. Ihr kriegt Joghurt. Indi, dein Teller verschwindet. Ja? Salut. Ihr kriegt was anderes. Wir holen euch einen Döner. Oh. Hast du das drauf? Nein. Wow, das sieht gut aus. Kennt ihr meinen Schatz? Alter Schwede. Und, sieht's gut aus, Kinder? Ja. Mein Herz. Alles ist da, aber ich kann nicht essen. Ja, alles musst du nicht, so viel wie du kannst, mein Schatz. Der Salat, das ist nicht so. Ich esse jetzt. Ja. Guck mal, was Auto hat. Kannst mir dann geben. Eigentlich wollte ich mich total stark schminken, aber ich mache es jetzt doch nicht, weil wir keine Zeit haben. Wir müssen weg. Ganz schnell versuche ich noch ein Video zu schneiden. Ich hoffe, ich schaffe es, weil ich würde sehr ungern meine Tochter enttäuschen und meine Zuschauer enttäuschen. Deshalb, ja, lege ich jetzt mal los und wir sehen uns gleich. Super, also meine Bestellung kam heute nämlich auch nochmal für die Kinder. Die Achille hat gerade im Briefkasten geschaut und ja, jetzt gucken wir, was das ist. Ihr seht so süß aus. Ich bin gerade, wie gesagt, am Video bearbeiten. Es kommt ein 7-Minuten-Video. Ich hoffe, es geht trotzdem. Nix wie weg. Passt ja zu uns. Wir wollen auch weg, nur nicht vom Planeten. Aha. Wir wollen nur mal in Urlaub. Cool, können wir gucken. Aber, oh Mann, es ist schon so spät. Was machen wir jetzt? What? Dann gucken wir nix wie weg. So. Du wolltest nicht schippern gehen, Rundi. Wieso wolltest du schippern gehen? Ich sehe hier, mach das bitte weg. Ich mach das weg. Wer sonst? Wer? Hey, guck mal, wer ist das denn? Das nur? Ja. Das nur? Alles bitte. Hallo, Schatz, langsam. Wo war mein Schatz? Da war er. Da hol ich eben meinen Hund. Ja, erzähl mal was. Aber
Und aber gut. Hallo gut. Ich sehe nur da 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 da. So, meine Lieben, wir gehen jetzt raus, was ich total blöd finde, dass es jetzt ist. Es ist gleich 5 Uhr, bis das Video hochgeladen ist. Ah, ich mag das überhaupt nicht. Eigentlich muss man solche Aktivitäten um 12 Uhr machen. Nun ja, okay, also wir sind jetzt mal auf dem Weg. Oh, Löffel, oh Gott, was hätte ich den Löffel vergessen? So, meine Lieben, wir sind wieder zu Hause angekommen. Ich glaube, haben wir gedreht. Ich habe nur ganz kurz die Kamera angehabt, aber wir hatten keine Hände frei. Der Idi hat die Sellen getragen, ich habe die Tasche und Baby Jan getragen und dazu kam auch noch der Einkauf. Wir waren bei Toys R Us, da waren wir auch fündig geworden. Ein Kleid hat die Achela jetzt bekommen. Somit ist dieser Auftrag erledigt. Dann wollte ich eigentlich, weil die Claudia mir ein Foto geschickt hat, es gibt diese Kommoden, Schrankkommoden bei TK Maxx, voll verspiegelt für 160 Euro und normalerweise kosten die um die 300-400 Euro, wenn nicht noch mehr. Wollte ich eigentlich hin, aber es ist viel zu spät, das geht nicht. Ja, und dann waren wir noch bei Penny. Bei Penny haben wir ein paar Sachen geholt, so für den normalen Sonntag, um ihn zu überleben. Ja, sieht hübsch aus. Ja, und jetzt wollte der Idi Tassen holen, der ist noch den Salat von heute Mittag. Und nächstes Mal übe ich mit den Tassenkuchen zu machen. Genau. Also jetzt mache ich, aber jetzt... Nächstes Mal macht er das. Ich sage ihm erst, was er alles braucht. Er schreibt sich das auf. Und also wir gucken auf dein Handy, so wie es du es gemacht hast. Und dann macht er mal selbst. Genau. Und hältst du ihn mal ganz kurz? Ja, natürlich. Und dann mache ich mal die Vorhänge hier runter. Ja. Achso, ist zu klein, dass ich gucken oder soll ich eins aufbauen? Eins für mich auch, eine große Tasse. Ich will nicht so spät zurück sein. Ein Cola und ich trinke. Dann esse ich mit den Kindern. Das mache ich ein bisschen später. Ja. Jetzt nehme ich mit den Kindern jetzt Chips und wir gucken uns die Zeichentrickserie an. Ist das scharf? Ja. Ist das scharf? Das eine kannst du scharf rausnehmen. Nimm das raus? Nein. Hier. Bevor noch Popo rot wird. Oh ja, ja, das ist aber scharf jetzt. Hm? Schatz, ich liebe dich. Para warm, para Jok? Bin der Jok. 10 Euro reicht mir. Lieb dich, mein Schatz. Der hat doch Kohle gehabt. Gut, dann machen wir direkt Fernsehen an, damit die Achea nicht die ganze Zeit Junk tragen muss. Meine Lieben, ich habe uns ganz schnell ein bisschen Nachtisch gemacht. Griechischer Joghurt, dann ganze Walnüsse, klein gehackt und etwas Honig drüber. Und ich muss sagen, diese Markenhonig schmeckt mir besser. Wir haben jetzt auch die Eigenmarke von Penny, war aber nicht so toll wie das hier. Ja, und jetzt wird gegessen. Hey, Mädchen, Mädchen, guck mal, hier sind die Löffel. Ich habe hier schon einen rausgesucht. Du willst selber, okay. Papa! Und Schatz, was machst du? Tassenkuchen! Kuchen, Tasse? Tassenkuchen? Du, ja. Okay, es ist späte Stunde. Und das Gehirn arbeitet nicht mehr wie es soll. Baby Jan, was machst du? Wie soll Mama so Tassenkuchen machen? What? Okay, ich mach mal wieder Tassenkuchen. Okay, ich mach Tassenkuchen, weil der Idi sich das gewünscht hat. Baby Jan, was sagst du dazu? Oh, man sieht, dass wir keinen Trockner mehr haben. Alle schwarzen Klamotten sind so fleckig. Ja, das habe ich schon lange. Ja. Schon eklig und so. Baby Jan, okay. Baby Jan mag nicht ohne Mama sein. Auch wenn die Mama nur ganz...
ganz, ganz, ganz bei ihnen ist, ganz nah, zählt das nicht, wenn sie ihn nicht hat. Oh, bist du jetzt wirklich gegen die Kamera gelaufen mit seinem... Ich hab dich nicht gesehen. Baby Jan, war so fertig. Ein deshalb weinst du immer, wenn du nie bei Mama bist. Jan, gib Kuss. Jan. Gib Kuss. Gib Kuss. Wir sind Männer, Baba. Jan, gib Kuss. Mann, wir haben echt viele Kinder. Die Isel. Isel wollte ohne, genau, das ist schon weg. So. Ja, fertig. Das riecht wirklich total. Ich liebe das. Gut. Sogar der Idi ist hin und weg und er mag eigentlich gar kein Dessert, ne? Nee, aber du hast hier. Ja. Das einzigste Dessert, was er isst. Ich liebe das Echte daran. Das ist das Frische. Ja. Was isst du noch gerne? Das könnte ich auch in der Bar geben, gell? Ja. Jetzt ohne, das ist doch nur Mikrowelle. Das musst du dann aber anders verkaufen. Ist doch nur Mikrowelle. Das, Ofen, das ist eine, ja, ein Ofen. Das ist eine hochmoderne, Hightech Mikrowelle. Genau. Die kann zaubern. Die zaubert Kuchen. Die zaubert Kuchen, genau. Die macht Zauberei, muss ich schon sagen. Zauber, Zauber. Und wie war Baby Jan? Du hast auf ihn aufgepasst. Der war ganz lieb. Ja. Oh, wie ja. Mein Schatz, der hat geschrien wie ein Spieß. So, das gebe ich mal. Aber ich glaube, wir machen Blaubeeren rein. Da ist ein bisschen was Gesundes drauf. Wir werden fett! Ich hab uns gesehen. Ach so. Baby John! Ich bin weggekommen. Du hast doch gegessen. Alles ist gut. Du musst. Baba geärgert. Du musst doch jetzt müde sein.